So, was hat denn unser guter Hogi dabei? Dosenöffner und die Patentanmeldung. Okay. Edison Super Salatbatterie. Dann brauchen wir Gold, Toast, Öl, Essig und Salat. Okay. Das sind die Batteriepläne, die ich diesem Red Edison-Typ geben soll. Kumquats. Unterdessen. Schon bald wird die ganze Kraft des Himmels mir gehören. Spuck. Nur mir. Nur wenn mir. Wenn wir nur schlechteres Wetter hätten. Oh. Spuck. Hallo. Franklin. Ben Franklin. Schon bald bekannt als der Erfinder der Elektrizität. Das hier nicht Red erfunden, Edison? Sondern er ist nur entdeckt. Auch Wissenschaftler. Red Edison? Ein Wissenschaftler? Er ist nur ein Wirt, der Wissenschaftler spielt. Und er ist in beidem nicht besonders gut. Ich verstehe nicht, warum Washington und Jefferson sein Lokal zum Schreiben unserer Verfassung gewählt haben. Solltest du nicht sagen, der Entdecker der Elektrizität? Danke. Du meinst, die ultimative Kraft des Universums liegt unter einem Stein und wartet nur auf mich? Ha! Ich, Ben Franklin, werde die Urkräfte aus dem Himmel herbeibeschwören durch meinen Genius. Was wohl Red dazu sagen würde? Wer kümmert sich schon um so etwas? Also, wo ist Red nun? In seinem Geheimlabor natürlich. Wo denn sonst? Sind Sie nicht der 100-Dollar-Mann? Was ist so schlecht an Red? Was hältst du denn von einem Typ, der die letzten 4 Jahre versucht hat, einen Hammer für Linkshänder zu perfektionieren? Er ist verrückt. Und er klaut auch andere Leute Erfindungen, bevor sie diese überhaupt als Patent anmelden können. Nicht, dass ich böse wäre. Sind Sie nicht der 100-Dollar-Mann? Der 100-Dollar-Mann? Nicht schlecht. Ich brauche Red, um die Menschheit zu retten. Also ist er jetzt Missionar, was? Warum auch nicht? Es kann ja nur besser werden. Wir sehen uns. Ich hätte auch gut Karriere als Mickey Mouse machen können. Haha! Nee, gehen wir zum Gasthaus. Noch ein versiffter Wagen. Er ist total verschmutzt. Oh, Briefkasten. Sie sind brillant. Was für ein Design. Kommen Sie sofort nach Baltimore. Gehe zur Tür. Achso. Öffnen muss man schon vorher. Ah. Was denn los? Keine Lust auf Reden, was? Schweigegelübde oder so, richtig? Hey, das ist cool. Ich habe etwas für Red Edison. Weißt du, wo ich ihn finde? Das ist schon irgendwie lustig, mit der Mumie da nur zu reden. Toller Hut, Mann. Dein Hut, der hat 3 Ecken. Ich kenne Jungs, die würden Schaben essen, um Hüte wie diesen zu kriegen. Wo kriege ich so einen? Gibt es verschiedene Hersteller? Das ist doch völlig sinnlos, mit der Mumie zu reden. Macht die vielleicht auch jemand mit Propellern obendrauf? Du willst nicht bei uns mitmachen, oder? Sag Bescheid, wenn du deine Meinung änderst. Schön, mit dir zu sprechen. Ja, immer wieder unterhaltsam. Na gut, dann gehen wir doch mal ins Geheimlabor. Geschlossen.
Wie geschlossen? Achso. Verklickt. Hey! Was gibt's? Du kommst mir bekannt vor. Du kommst mir bekannt vor. Natürlich tue ich das. Ich bin Red Edison, der Begründer, um nicht zu sagen der Besitzer dieses Gasthauses. Vielleicht hast du mein Bild mal in einem wichtigen Journal gesehen. Oder vielleicht auch nicht. Kennst du Ben Franklin? Franklin? Mit dem würde ich nie zusammenarbeiten. Er hatte eine blöde Idee über Brillen mit einem grünen und einem roten Glas. Was machst du da? Ich erfinde, du Dummkopf. Wonach sieht das sonst aus? Ich kenne jemanden, der sieht aus wie du. Tja, es ist keiner meiner Söhne. So viel ist sicher. Es sieht danach aus, als wäre ich, Red Edison, größtes Genie meiner Zeit, der letzte in einer langen Tradition von Erfindern. Meine nicht auseinanderzuhaltenden Söhne haben sich entschieden, Künstler zu werden. Ich glaube, es war jetzt Idee. Oder war es nett? Wie auch immer, der Linkshänder war's. Muss schlechtes Blut von ihrer Mutter sein. Klar. Was erfindest du? Das ist ein neuer sitzunabhängiger Schließmechanismus, basierend auf einer Kreisgeometrie. Was erfindest du? Das ist ein neuer sitzunabhängiger Schließmechanismus, basierend auf einer Kreisgeometrie. Bis später dann. Vielleicht, wenn du deine Haare kürzer schneidest. So, dann drücken wir ihm doch mal. Super Batterie, was? Brillantes Design. Manchmal staune ich selbst über mich. Jetzt brauche ich noch Öl, Essig und Gold. Voll mit Plänen und Müll. Das kann ich nicht nehmen. Hey! Nur Angestellte dürfen den Laborkittel benutzen. Ich will nicht. Okay. Es ist ein kleiner Käfig mit einem Vogel drin über einem kleinen Hebel. John Hancock. Jupp. Hallo. Was ist los? Kalt? Kalt? Ich friere. Warum macht ihr kein Feuer? Ich bitte Jefferson ständig um ein Feuer, aber er will nicht. Sagt, er braucht den Holzblock für die Nachwelt und will ihn nicht hergeben. Du meinst, es ist eine Art Wachstumssymbol oder so etwas? Ich werde einfach nicht beachtet. Ich wette, wenn George, ich war einen Winter lang in Valley Forge, Washington, kalt wäre, bekämen wir ein Feuer. Warum unterschreibst du so groß? Astigmatismus. Wirklich? Zeig mal deine Hände. Okay, die Wahrheit ist, dass mir mal ein Freund sagte, Frauen würden auf Männer mit großer Unterschrift stehen. Was macht ihr Jungs hier? Wir schreiben eine schreiben die Wir entwickeln eine Verfassung für die Vereinigten Staaten. Sag nicht entwickeln, sonst wird mir noch kälter. Flasche. Warum trinkt ihr keinen heißen Kaffee? Ich hasse Kaffee. Er macht mich ganz nervös und dann werde ich ganz zappelig. Du sagst das, als wäre es was Schlechtes.
Du sagst das, als wäre es etwas Schlechtes. Hast du eine Vorstellung davon, was es heute kostet, Wände zu reparieren? Es ist Wucher. Solltet ihr Jungs nicht arbeiten, statt nur rumzusitzen? Blackout. Uns fällt nichts mehr ein. Deswegen haben wir da die Vorschlagbox hingestellt. Du hast nicht zufällig eine gute Idee, oder? Gratis Butterbrot für Roadies. Keine Musik in Aufzügen. Wie wäre es mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung? Freie Meinungsäußerung? Nein, das würde nie klappen. Tolle Decke, Mann. Dankeschön. Die habe ich von meiner lieben farbblinden Tante Hetty. Ich muss gehen. Dann reden wir doch mal mit Jefferson. Hey, großer langer Mann. Mein Name ist Hoagy. Sehr interessant. Ich bin selbstverständlich Thomas Jefferson, berühmter Gelehrter, Musiker, Reiter, Student der Wissenschaften, Mitglied der Bar. Oh, sicher. Ich hab von dir gehört. Was ist da drin, Tommy? Thomas, mein Name ist Thomas. Und dies, mein Freund, ist eine Zeitkapsel. Jeff, ich heiße Gefüllt Jeff. Mit Erinnerungen an unsere Zeit, um später entdeckt zu werden. Und, wie geht's der Zeitkapsel? Tut mir leid, es zuzugeben, aber außer meinem Holzblock haben wir nichts anderes. Hey, sag mal, ist das die Verfassung? Im Moment ist es nur eine Verfassung, leider. Wir hatten einen kleinen kreativen Blackout nach der Präambel. Deswegen haben wir da vorne die Vorschlagbox. Könntest du bitte ein Feuer machen? Ich würde dir gerne helfen, junger Mann, aber es geht nicht. Das ist der einzige Holzblock und er ist für die Nachwelt. Wie kannst du Hancock so leiden lassen? Ein richtiger Mann wärmt sich an seinem Geist. Ach. Hör dir Georges Erfahrungen im Valley Forge an und lern daraus. Na klar, Valley Forge. Ich liebe deine Arbeit über die Unabhängigkeitserklärung. Ach, danke. Was hat dir am meisten gefallen? Ich mochte die S, die wie Fs aussahen. Aha. Sagte ich schon, dass du da tolle Sachen trägst? Nun ja, ich studierte in Virginia Mode und Design mit dem Hauptfach Kragentheorie. Ich war Kapitän der Hochschul-Halstuchmannschaft. Das ist wirklich imponierend, Tom. Thomas. Bis später dann. Was? Was passiert später? Sie scheinen noch nicht weit gekommen zu sein. Hey, Finger da weg. Goldene Feder, da hätten wir das Gold. Und der gute George. Entschuldigung. Ja? Boah, du siehst aus wie George Washington, Alter. Laut Mrs. Washington sogar ziemlich. Weiß Mrs. Washington, dass du so viel Make-up trägst? Mein Name ist Hoagy. Wie das Butterbrot? Wie drollig. Bist du nicht der Präsident oder sowas ähnliches? Ja, ich erwarte, zum Präsidenten gewählt zu werden. Ich habe sehr gute Verbindungen. Was meinst du, soll ich der Ökologie- oder der Bildungspräsident werden? Hängt davon ab, wie viel Kirschbäume du gefällt hast. Nun, ich bin in der Tat der Holzfäller. Man erzählt sich immer noch von meinen Heldentaten. Oh, die Heldentaten. Ich glaube, ich sehe mir mal ein paar Bäume an. Na, Spaghetti. Nimm mal Spaghetti. Und nimm mal Öl. Das ist auch schon mal sehr gut. Da haben wir schon mal das Öl.
Wasserpumpe, die bringt uns wohl erst was, wenn wir auch einen Eimer haben. Ah, wo wir schon gerade davon reden. Bürste. Haben wir schon mal alle möglichen Putzutensilien. Plopp. Na, da haben wir doch schon mal einen mit Wasser. Hier steht auf jeden Fall keine Kühlbox. Das kann ich nicht nehmen. Besser nicht. Okay, wow. Hier bin ich, immer mit der Ruhe. George sleeps hier. Entschuldigung, Mr. Washington. Okay. Ah, da ist der Putzwagen. Tja, dann nimm doch mal die Seife. Aha! Upsi. Geh da weg! Ups. Wie gut, dass ich darin schnell fertig war. Okay. Und jetzt hau ab! Wow, okay. Die Gründungsväter sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Hoppla, hoppla. Okay, also wenn wir das haben wollen, müssen wir wohl das Zimmer irgendwie durcheinander bringen. Okay, reicht das schon? Jetzt brauchst du vielleicht ein bisschen länger. Denn jetzt muss ich ja das Bett auch noch machen. Hier bin ich, immer mit der Ruhe. Entschuldigung, Mr. Washington. Junge, was für eine Unordnung. Ein Bett. Na gut, okay, dann haben wir jetzt... geh raus. Dann haben wir jetzt wahrscheinlich aber genug. Nein, doch nicht, okay. Geh da weg. Ups. Okay. Wie gut, dass ich darin schnell fertig war. Und jetzt hau ab. Die Gründungsväter sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Okay, also da brauchen wir wohl noch ein bisschen mehr Unordnung. Die Frage ist nur, womit? Ich will nicht. Spaghetti ins Bett. Öl aufs Bett. Ich will nicht. Lieber auch nicht. Okay, ich glaube, da fehlt uns noch ein bisschen was. Denn sehr viel mehr. Oder ich habe jetzt halt einfach nur zu sehr hin und her geklickt. Ich versuch's noch einmal so. Wenn ich jetzt direkt rausgehe und dann... Hier bin ich, immer mit der Ruhe. Entschuldigung, Mr. Washington. Ansonsten brauche ich dann wahrscheinlich Junge, noch irgendwas. Junge, was für eine Unordnung. Oder ich muss vielleicht ein anderes Zimmer durcheinander bringen. Ah, jetzt hat geklappt. Okay, also es muss nur zeitlich genau, nur zeitlich schnell genug gehen. Damit haben wir die Soap. Ach, da oben ist Sam. Oh, Sam und Max. Ja, ja, Max, die Fahne kommt ja gleich dran. Ich arbeite so schnell ich kann. Kein Problem, lass dir Zeit. Erzähl mir nicht, das ist schon wieder ein neuer Entwurf für die Fahne. Ich habe einen anderen Entwurf für die Fahne. Ich wusste es. Was haben unsere Gründungsväter jetzt wieder ausgebrütet? Könnte ich einen krummfarbenen Roboteradler drauf haben? Totenkopf mit Skorpionen im Mund, Hologramm mit drauf, sondern wir brauchen ein Mädel im Lederbikini mit einer Breitaxt. Wir brauchen ein Mädel im Lederbikini mit einer Breitaxt. Dann sagen wir ehrlich, wer will die nicht auf der Flagge haben? Oh, was für ein Dreck! Inzwischen würde ich einfach alles tun, nur um damit fertig zu werden. Leg den Plan auf den Tisch und ich schaue es mir an, wenn ich hier fertig bin. Okay, da brauchen wir also einen passenden Plan. Puh, ich habe mich nie für Geschichte interessiert. Sterne und Streifen. Dumm, dumm, dumm. Hey, nicht kritisieren, bevor du nicht was Besseres hast. Dann brauchen wir nicht. Oh, eine Weinflasche. Hey, was ist das da auf dem Plan? Sieht aus wie eine Geheimbotschaft. Oh, doch nur ein Kaffeefleck. Den Technik... Ich verstehe nicht, wie sowas fliegen kann. Ich verstehe nicht, wie sowas fliegen kann.
Schublade. Schubladen sind immer gut. Vergiss es, Mann. Ich schnüffle nicht in fremder Leute Unterwäsche. Okay. Nee, da ist Tinte auf dem Laken. Ordentlich mal einen weggerülpst. Hi, Pferd. Selber hi. Ups, du kannst ja sprechen. Hey, das kannst du auch. Was für ein Zufall. Ist das eine Art Trick? Keine Magie. Ich bin nur ein Pferd. Ich dachte, Pferde könnten nicht sprechen. Vielleicht wollten sie auch nur nie mit dir reden. Schon mal daran gedacht? Du meinst, die Pferde haben mich mein Leben lang reingelegt? Wenn du es so formulieren willst. Nette Zähne. Danke. Ich habe auch viel dafür gezahlt. Was macht ein Pferd wie du an einem Platz wie diesem? Hey, ich wohne hier. Was willst du hier? Ich will zurück in die Zukunft, um die Welt zu retten. Die Zukunft, ja? Und ich dachte, Franklin wäre verrückt. Nun, ich muss gehen. Bis später. Ich will nicht. Die Frage ist, welcher ist Styropor und welcher ist der echte McCoy? Ich möchte bemerken, dass wir beide echt sind, aber keiner ist McCoy. Wir sind Edisons, Ned und Jet. Wer ist wer? Ist das wichtig? Unser Vater kann uns auch nicht unterscheiden. Er weiß nur, dass einer von uns Linkshänder, der andere Rechtshänder ist und dass wir beide nicht in seine Fußstapfen treten werden. Halt still, Jet. So, ich traue mich kaum zu fragen, sind Sie der Marmorlieferant? Oder das Model? Ich bin das Model. Soll ich mich jetzt ausziehen? Nein, nein, das solltest du ganz bestimmt nicht. Bei deiner Figur hätten wir Probleme, außer wenn wir zwei Marmorblöcke zusammensetzen würden, aber dann hätte dein Abbild einen Sprung. Macht nix, den habe ich eh. Rufen Sie uns nicht an, wir rufen Sie an. Ich bin der Lieferant, kann ich hier abladen? Zurzeit haben wir ausreichend Medium, daher danke, nein. Bin kein Marmorhändler, aber hartes Zeug ist mein Leben. Ich bin sicher, das ist da, wo du herkommst, mächtig witzig. Wo genau kommst du her? Aus dem Tal, aus der Zukunft. Ich lebe in der WG mit Bernhard und Laverne. Wie schön für dich. Wie schön für Bernhard. Wie schön für Laverne. Wie schön für alle. Nun ja, eigentlich verbieten sie mir dauernd meine laute Musik. Ja, natürlich. Und tschüss. Entschuldigung, ich hoffe, ich habe euch nicht gestört. Zu spät. Tja, dann steht jetzt auf jeden Fall gerade natürlich die Statue. Nimm den Edison, nimm die Tonne. Nimm den Rechtshänderhammer. Bitte, gib mir meinen Hammer zurück. Ups. Oh, unterdessen. Stell schon wieder. Diese Gründungsväter machen mich verrückt. Alle paar Minuten ein neues Fahndesign.
Sobald ich mit diesem Ding fertig bin, mache ich Ihnen eine Fahne, ob fertig oder nicht. Katze mit einer quietschenden Spielzeugmaus. Okay, das macht die Katze aber gar nicht. Rote Farbe, wie sinnvoll. Sehr spartanisch. Na, wenn ich hier rumquietsche, dann kommt die Katze rüber. Wohin damit? Wohin damit? Wohin damit? Sehr spartanisch. Wohin damit? Wohin damit? Ah, so rum. Hört sich an, als hätte die Katze eine Maus gefangen. Genau so hört sich das an. Die Spielzeugmaus. Jawohl. Ich weiß noch nicht, wofür ich sie gebrauchen kann, aber für irgendwas bestimmt. Ich kann von hier das Dach sehen. Ist schon offen. Ich kann von hier das Dach sehen. Okay. Da haben wir auch wieder den Flaschenzug, aber auch hier ist nichts dran. Dann können wir ja wahrscheinlich auch uns wieder über den Kamin, upsie. Das ist ein erkalteter Kamin. Können wir uns da wohl auch durchquetschen. Also das Öl können wir vielleicht schon mal hier im Links geben. Machen wir das schon mal wieder hier raus. Ah, exzellent! Das brauche ich für meine Superbatterie. Hey! Was gibt's diesmal? Was brauchst du noch für die Batterie? Öl, Essig und Gold. Okay. Ich brauche immer noch Essig und Gold. Lass es mich wissen, wenn du etwas findest. Tja, da unser guter George ja gerne Kirschbäume fällt, malen wir den noch mal an. Wir malen die Rosen rot. Malen die Rosen rot. So ganz ohne Seife kriege ich das nicht sauber. Das Wasser ist jetzt seifig. Na dann putzen wir doch mal den Wagen. Dumm die dumm. Denn wir kennen ja die alte Regel. Immer wenn du anfängst, dein Auto zu waschen, fängt es an zu regnen. Sieht nach einem großen Sturm aus. Das ist der Grund, warum ich mein Auto nie wasche. Hey, Ben! Oh, du bist es.
Wo gehst du hin? Was ist mit deinem Experiment? Auch die Wissenschaft wird manchmal durch den Regen aufgehalten, mein Junge. Aber wie willst du jemals einen Blitz einfangen, wenn du bei Sturm ins Haus gehst? Murphy's Law. Genau, Schmubi, hallo. Keine Ahnung. Schön, dich zu sehen. Die Elektrodynamik ist offensichtlich ähnlich wie dein Gehirn. Es steckt noch in den Kinderschuhen. Ich glaube nicht, dass das Kinderschuhe sind, die er da trägt. Zeichenbrett. Was für ein Genie. Was für ein Genie. Dann können wir uns wahrscheinlich nachher mal seinen Drachen ausleihen, wenn wir dann die Batterie irgendwie aufladen müssen. Ah ne, ich wollte jetzt Washington und ihn irgendwie dazu bringen, dass er den Kirschbaum da draußen wegkillt. Ja, der sabbert beim Reden, der spuckt ganz viel. Washington, komm mal her, mein Freund. Entschuldigung. Ja? Ich habe über Kirschbäume nachgedacht. Hast du wirklich Holzzähne? Hast du wirklich Holzzähne? Ja, ich benutze künstliche Zähne. Ich finde sie besser als die ordinäre Emaille-Version. Hast du keine Probleme mit Holzsplittern? Hast du keine Probleme mit Holzsplittern? Ich war im Krieg, Junge. Junge. Niemand, der den Donner der Musketen gehört hat, den Geruch von Schwefel nach einem Kanonenschuss gerochen und die Angst in den Herzen seiner Kameraden gespürt hat. Der Geruch von C4 am Morgen. Etwas so Kleinem wie einem... Oh, verdammt! Keine Angst vor Termiten? Keine Angst vor Spechten? Und wenn es anfängt zu faulen? Keine Angst vor Termiten? Kaum. Womit putzt du sie denn? Super, womit putzt du sie denn? Ich benutze eine Zahnbürste, wie jeder andere auch. Und Holzpolitur natürlich. Natürlich. Schmeckt das nicht schrecklich? Gibt's die nicht auch zum Rausnehmen? Ich glaube, der Besitzer dieses Lokals arbeitet gerade an etwas Ähnlichem. Wo kann man die bekommen? Sie sind ziemlich teuer. Meine wurden für mich von meinem Freund Paul Revere gemacht. Ist er nicht nackt auf einem Pferd durch die Stadt geritten? Hat der nicht die 3D-Brille erfunden, der mit der Band? Ist er nicht nackt auf einem Pferd durch die Stadt geritten? Ich glaube, da verwechselst du etwas. Ich habe über Kirschbäume nachgedacht. Am Sinieren über die großen Wahrheiten, Nun? Ich wette, du hast es verlernt. Du könntest keinen Baum fällen, um deine Oma zu retten. Verlernt? Ich? Ha! Ich würde es dir schon zeigen, wenn ein Kirschbaum hier wäre. Aber wie du sehen kannst, gibt... Oh! Na hoppla. Du ahnst es nicht. Da draußen steht ein Kirschbaum. Tja, dann lass uns das Ding mal umhauen. Los geht's, George. Tomahawk. Bam. Ich sagte, komm da sofort runter. Versuch es zu verstehen. Ich stecke hier fest in diesem. Tja, und schon gibt's den Baum nicht mehr. Crack. Voila. Du bist schon ein echter Mann. Jawohl. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. So, jetzt können wir auch zu Laverne gehen. Okay, geh zum Baum. Schade um den Baum. Benutze Baum. Ich will nicht. Ich will nicht. Okay, wenn du nicht willst, dann ist ja auch gut. Da ist der Stecker. Okay, da ist noch die Toilette. Stark. Diese Tür ist wohl verriegelt. Diese Tür. So, ist George jetzt noch hier oben auf seiner Heide? Nee, okay. Da kann ich mich dann schon hinstellen, wenn ich erstmal die Batterie und alles habe. Mal kurz hinauf zu
Ah ne, das war George Sleeps hier. Da brauche ich erst ein neues Fahnendesign. Hi. Keine Zeit, ich mache Geschichte. Okay, dann muss ich mir wohl selber einen basteln. Lasst mich hier raus! Ich habe nichts getan! Ha! Irgendwas musst du getan haben, sonst wärst du nicht hier, oder? Du wärst draußen mit deinem Besitzer und würdest dich für die Show fertig machen. Besitzer? Niemand besitzt mich! Ups, kein Besitzer, sagst du? Nun, mach dir darum keine Sorgen. Ich bin sicher, wir finden jemanden, der dich aufnimmt, bevor wir dich einschläfern müssen. Verdammt sei Dr. Fred! Hey, sie kennt das Motto der Edison-Familie. Tja, das ist dann unsere wunderschöne Zukunft, wo die Tentakel die Weltherrschaft an sich gerissen haben. Ein Skalpell haben sie mir immerhin gelassen. Mich verhaftet, aber mir das Skalpell gelassen, ist ja auch ganz nett. Ich glaube, die beiden betrügen. Dr. Fred, sind Sie das? Was? Du spinnst! Es gab keinen Fred in der Edison-Familie seit 200 Jahren. Der letzte Fred war eine Schande für die ganze Familie. Nicht zu vergessen für die ganze Menschheit. Also, wer sind Sie dann? Ich bin Seth Edison. Das ist meine Frau Sedna und mein Sohn Fred. Schön, euch zu sehen. Wo bin ich? Du bist in dem einst stolzen Haus der Edison-Familie. Wir waren einmal die Herren dieses Hauses, so wie die Menschen mal die Herren der Erde waren. Jetzt sind wir die Sklaven. Die Haustiere. Und ziemlich schlechte, darf ich hinzufügen. Oh, verzieh dich, du verzogener Nachtschwärmer. Wie komme ich hier raus? Wenn ich das wüsste, meinst du, ich wäre dann hier? Wie war das mit der Menschenshow? Es ist eine Farce. Genau das ist es. Diese schleimigen Tentakel stecken Menschen in kleine Kostüme, machen schreckliche Dinge mit ihrem Haar und zwingen sie dann dazu, ihre grässlichen Talente unqualifizierten Preisrichtern vorzuführen, die Wochen vorher bezahlt wurden. Durftest nicht mitmachen, was? Sie meinten, Makramee wäre kein Talent. Diese schleimigen Riesenwürmer. Ich hab das gehört. Ich bin jetzt müde vom Sprechen. Es war ein langer Tag und ich bin nur ein Mensch. Kann ich die Karten noch mitnehmen? Moment! Sie dürfen betrügen, du nicht! Okay, also dann im Augenblick wohl eher nicht. Dann reden wir doch mal mit dem Wächter. Juhu, Mr. Tentacle Guy! Was? Mr. Tentacle Guy! Ich will hier raus, das ist eine Verletzung meiner ich Rechte. Ich will hier raus, das ist eine Verletzung meiner Rechte! Rechte? Du bist ein Mensch, du hast keine Rechte! Ich muss mal für kleine Tentakel. Haha, der ist gut. Man stellt sich vor, ein Mensch auf der Toilette. Okay, lass uns Gassi gehen. Gassi gehen. Ein Mensch auf der gut, Toilette. Menschlein, erledige dein Geschäft. Menschlein. Ich kann Dr. Freds altes Labor sehen und sein Generator ist auch da. Puh, den könnte ich gut gebrauchen. Aber durch das Fenster komme ich nie durch. Ich werde wohl ein längeres Kabel brauchen. Okay, das ist natürlich auch super. Rede mit Toilette. Ah ne, geht nicht. Oh, ich kann nicht mit der Toilette reden? Kacke ist das denn?
Okay, also so kann ich mich nicht alleine bewegen. Hallo, Herr Tentakeltyp. Es ist Zeit. Okay, also ich brauche erst irgendwas, damit ich mich dann frei bewegen kann. Bevor ich hier tatsächlich weitermachen kann. So, gehen wir zum Donut. Die Batterie fertig hat, können wir starten. Ich glaube nicht. Wir brauchen immer noch einen Diamanten für den Generator. Und deine Freundin in der Zukunft braucht auch Hilfe, wenn sie denn noch lebt. Noch lebt? Moment, was meinen Sie mit noch lebt? Okay, also da wir ja schon von Gebissen gesprochen haben, können wir das, glaube ich, mal an Hogi weitergeben. Da ist was im Chrono, John. So. Es ist aus Georges Haushaltswarenladen. George sagt, dass jeder Amerikaner einen Staubsauger im Keller haben sollte. George sagt also, dass wir einen Staubsauger da drin haben sollten. Das wäre doch vielleicht was für die Verfassung. Das Aushilfe-Gesucht-Schild könnte vielleicht auch OG gebrauchen. Zaubertinte, Kotze. Laverne hatte irgendwas gesagt von wegen, mir war schlecht. Das macht vielleicht Sinn, damit könnte ich ihn womöglich dann in die Irre führen. Da muss ich sie womöglich nochmal rausholen und ihr die Kotze nochmal rübergeben. Der Hamster. Das Kaugummi, die Brechstange. Okay. Da ist dann der Kaffee. So, hängt hier hinten vielleicht sonst noch was am schwarzen Brett? Zu tun. Okay, nee, mehr ist da nicht. Chuck die Pflanze. Oh mein Gott, das Popo-Tentakel schlägt wieder zu. Tentakel hilft Smaragd zurück. Ah, Bürgermeister gratuliert Popo-Held. Aha, so macht das also. Erst klaut er ihn und dann gibt er ihn wieder zurück. Ja genau, sie hat nicht nur eine linke, sie hat auch eine rechte. Genau, Frieden Hamster mal ein. Tut mir leid, dass ich dir das antun muss, aber es ist zum Wohl des ganzen Planeten. Genau, früher den Hamster mal schön ein für die Zukunft. So, da ist er jetzt auf jeden Fall schön sicher in der Truhe. Okay, das ist schon mal gut. Ich weiß nicht, was an der explodierenden Katzenschüssel falsch ist. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Okay. Also ich glaube, dem müssen wir einfach irgendein gutes Design oder so für irgendeine Idee müssen wir dem besorgen. Denn reden will der auch nicht mehr. Das heißt also, da muss ich irgendwo wahrscheinlich später erst irgendwas finden. Besser nicht. Geh da weg! Okay. Sieht ziemlich schwer aus. Sieht ziemlich schwer aus. Ja, Tierquäler, ne? Ach, der ist doch nur eingefroren, der übersteht das. Laverne. Juhu, Mr. Tentacle Guy. Was? Ich muss nochmal für kleine Tentakel.
Ich muss mal für kleine Tentakel. Oh, na gut. Okay, lass uns Gassi gehen. Hops. Gut, Menschlein. Erledige dein Geschäft. Tja, Toppets Gefrierbeutel gab's da, glaube ich, noch nicht. So, dann schmeißen wir doch mal das Kapell in den Kronen. Okay, ich hab's weggespült. Nimm das Skalpell im Klo. Okay. Und gib ihr stattdessen die Kotze. Vielleicht das Textbuch, das bringt doch alle Leute zum Einschlafen. Und alles andere muss ich jetzt, glaube ich, erst einmal warten. Jetzt hat sie auf jeden Fall Kotze. Das ist ja schon mal gut. Geht's hier drüben noch irgendwie weiter? Nee. Das ist einer der wenigen Plätze, an dem Plastikkotze nichts nützt. Wenn die Elemente NP komplett sind, kann der Krungo-Faktor ignoriert werden. Bitte nicht, mir ist schon langweilig. Hallo, Herr Tentakeltyp. Es ist Zeit. Juhu, Mr. Tentacle Guy. Was? Oh, mir ist schlecht. Ich glaube, ich muss mich übergeben. Oh oh. Zeit, Dr. Tentakel zu besuchen. Ah, Dr. Tentakel. Ja, ja. Was haben wir denn hier? Menschliche Anatomie, Rümlings. Mir ist schlecht. Wirklich? Okay, jetzt halt still. Werden Sie Ihr Skalpell benutzen? Natürlich nicht. Mist. Was? Was ist? Genau wie ich dachte. Was? Alles ist in Ordnung mit dir, Mensch. Puh. Ich muss jetzt zur Show. Ich schicke nach deinem Wächter. Oh. Sitz. Ruhig. Sitz. Ruhig. Das sollte ich nicht machen. Er hat eine Menge Geld dafür bezahlt. Ja, das Tentakel-Thema. Da haben wir doch einen Bauplan. Oh, ich habe genug davon zu Hause. Von denen hast du schon genug zu Hause. Dann sieh mal eine an. Ah, na guck mal an. Hallo, ich bin Laverne. Ich bin Studentin. Mein Name ist Harold. Ich bin ein Vollblut. Ist dein Haar naturblau? Natürlich. Wie süß. Es brauchte einige sehr teure Sitzungen in einem Salon. Den Haarwettbewerb habe ich in der Tasche. Worauf wartet ihr, Jungs? Wir warten darauf, dass die Show beginnt. Worauf sonst? Wenn dein Besitzer dich teilnehmen lassen will, brauchst du noch ein Namensschild. Ist aber auch egal. Mein Besitzer sagt, ich werde gewinnen. Ich bin der schönste Mensch hier. Mhm. Sieht aber gut aus, was du da trägst. Dankeschön. Mein Besitzer hat eine Menge dafür bezahlt. Er kauft mir alles, was ich will. Oh, er kauft mir alles, was ich will. Wo ist dein Besitzer? Er ist gerade nicht da.
Aber er wäre, wenn er irgendwie könnte. Mhm. Sein Bus ist in Pittsburgh liegen geblieben und er sitzt da mit den anderen fest. Das ist meine erste Show. Alleine. Tja, dann viel Glück. Wer braucht Glück, wenn man schön ist? Wohl wahr. Kann ich die hier vor dem Tentakel öffnen? Menschen dürfen hier nicht frei rumlaufen. Ich bring dich zurück in den Zwinger. Okay. Ich wünschte, ich hätte ein Tentakelkostüm oder sowas, aber ich kann nicht mal nähen. Aber wir kennen ja jemanden, der nähen kann. So, dann müssen wir nochmal gerade Pipi machen. Juhu, Mr. Tentacle Guy. Da brauchst du die. Ich muss mal für kleine Tentakel. Oh, na gut. Okay, lass uns Gassi gehen. Gut, Menschlein, erledige dein Geschäft. Erledige dein Geschäft. Immerhin sind sie so human oder tentakelig. So, dann geben wir doch mal das Schema an Hoagie. Und Hoagie bringt das Ganze mal zu der Nähfrau. Dann haben wir eine schöne Tentakelflagge. Und schon wird aus der Flagge bei Edisons eine Tentakelflagge. Ist das nicht ein hübsches Tentakel? So, Bernard, dann geh mal aufs Dach und hol mal die Flagge ein. Am schnellsten kommen wir hier durch den Kamin aufs Dach. Ah, Moment. Ah, stimmt. Okay, können wir gleich mal. Hä? Oh, das ist gar nicht hier. Oh, dann ist es vielleicht doch sogar in Hoagies Zeit doch auch nicht, oder? Muss ich dann echt in die Zukunft? Okay, weil das ist das wohl das zukünftige Dach. Ich hätte jetzt gedacht, auf Bernards Dach wäre das. Okay, dann machen wir, also das mit dem Tentakelplan haben wir auf jeden Fall schon mal erledigt. Okay, dann werfen wir, glaube ich, nochmal diesen Vorschlag rein, dass jeder einen Staubsauger braucht. Junge, ist das still hier drin? Vielleicht sind ja inzwischen irgendwelche Ideen in der Vorschlagbox. Eventuell sollte mal jemand nachsehen. Ich sage euch, ich habe eine Idee. Hat sie irgendwas mit Feuermachen zu tun? Nein. Nein. Ich dachte darüber nach, ob wir nicht die Vorschlagbox öffnen sollten. Das ist eine unglaubliche Idee, meint George. Sicher, George, wenn du meinst. Klar, wenn es für dich gut ist, dann auch für uns. Gut für dich. Richtig. Gut für uns. Was denkt er sich? Niemand Wichtiges war heute hier. Was könnte in der Vorschlagbox sein? Vielleicht lässt er sich selbst etwas einfallen. Oh. Hier ist ein Vorschlag. Da steht... George sagt, dass jeder Amerikaner einen Staubsauger in seinem Keller haben sollte. Was meinen Sie, Gentlemen? Das sind überall ja lautet kleine Anspielung. Was immer du meinst, George. In dem Spiel auf andere LucasArts-Klassiker. Dein Name steht da. Also hattest du wohl einen guten Grund, das vorzuschlagen. Ja. Es ist seltsam. Ich bin nicht sicher. Nun, ich hatte wohl meine Gründe dafür. Wenn niemand etwas dagegen hat, sollten wir das in die Verfassung aufnehmen. Niemand? Gut. So sei es Gesetz. Jeder Amerikaner muss einen Staubsauger bei sich zu Hause haben. You suck. So, und dann gucken wir nochmal die Sache mit den Zähnen. Kannst du die gebrauchen? Nein, danke. Ich habe schon falsche Zähne. Hm. Da
Dann müssen wir also irgendwie erstmal dafür zusehen, dass sich Georges Zähne auflösen. Wofür können wir wohl noch die kleine quietschende Spielzeugmaus gebrauchen? Die Frage ist ja eher, wie soll jetzt Laverne tatsächlich an diese... Nee, ich habe leider keine Termiten dabei. Das wäre natürlich aber auch kein Specht. Dann gehen wir wieder zurück zum Frontstand. Ich hätte jetzt ja wie gesagt wirklich erwartet, dass die Flagge jetzt auch hier hängt, aber offenbar sind die Edisons keine guten Amerikaner. Oh so. Jetzt lachst du nicht mehr. Jetzt wirst du sterben, Clown! Du glaubst doch nicht wirklich, dass ich darauf reinfalle, oder? Oh. Da musst du schon früher aufstehen, um mich reinzulegen. Hoho. Tatsächlich habe ich die Zaubertinte erfunden. Genau. Mickey. Tja, den Kaugummi. Das Schweizer Sparbuch. Den Pulli. Ich glaube, wir müssen nochmal zu Dr. Tentakel, dann hat man ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit. Hallo, Herr Tentakeltyp. Es ist Zeit. So, dann sagen wir ihm nochmal, dass es schlecht wird. Mr. Tentacle Guy. Was? Oh, mir ist schlecht. Schon wieder? Auf, zu Dr. Tentakel. Okay. Ja, dann mal schnell zum Kamin. War ja doch leichter als gedacht. Ah, jetzt haben wir nur keine Rolle, oder was? Das gibt's ja wohl nicht. Die Kurbel fehlt. Oh, Nerv. Ich benutze das Chrono John. Naja, weil sie jetzt sich halt eben noch nicht frei bewegen kann. Jetzt ist es halt da, jetzt muss ich halt eben sie erst... Sie hat es nicht geholt. Ich hoffe, ihr geht's gut. Ja, jetzt muss ich natürlich erstmal wieder ordentlich Pipi machen. Ach, das ist natürlich jetzt ein bisschen nervtötend, aber okay, kann man nichts ändern. Okay. Recyclingmaschine, Mikrowelle. Ah, na guck mal da. Da ist ja tatsächlich noch der alte... Hier ist ja immer noch die alte Waschmaschine, da hat sich ja überhaupt nichts getan. Okay. Okay. Okay, die ist immer noch kaputt. Oh, das ist jetzt wieder. Halt, wie bist du rausgekommen? Hoppla. Geh da wieder rein. Tja, dann müssen wir nochmal schnell Pipi. Und dann wird uns schon wieder schlecht. Das wenn Dr. Tentakel doch nur ein bisschen mehr auf seine Patienten achten würde. Aber danach können wir uns am wenigsten frei bewegen. Juhu, Mr. Tentacle Guy. Was? Ich muss mal für kleine Tentakel. Oh, na gut. Okay, lass uns Gassi gehen. Gut, Menschlein, erledige dein Geschäft. Gut, Menschlein. Da ist nichts zu holen. Ach, haben das wieder zurückgenommen. So, jetzt aber. Und dann wird uns erstmal ganz plötzlich wieder schlecht. Hallo, Herr Tentakeltyp. Es ist Zeit. It is time. Juhu, Mr. Tentacle Guy. Was? Oh, mir ist schlecht. Schon wieder? Doch.
So, jetzt aber. Juhu. Und schon haben wir ein waschechtes Tentakelkostüm. Sind wir nicht ein fesches Tentakel? 1A. Unterdessen. Sagen Sie, Leutnant, wie denken Sie wirklich über die Menschen? Ehrlich, Sir? Ich denke, sie sind dreckig, obszön, faul, widerlich. Wie das Zeug in deinen Augen, wenn du wach wirst. Wie das Wachs, das sich hinter den Saugnäpfen bildet. Wie? Das reicht, mein Sohn. Ich wollte nur sicher gehen, dass du keiner der Menschensympathisanten bist. Ja, das geht natürlich auch leicht, wenn ich ihn einfach frage. Menschen schon läuft, wimmelt es überall von Menschenliebhabern. Menschenliebhaber, ekelhaft. Ich bin kein Menschenliebhaber, Sir. Das ist gut. Nun hör mir zu, ich habe da einen kleinen Plan. So, jetzt sind wir